So, dann machen wir mal weiter. Ja, wir machen jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben, und zwar, oder wo wir den kleinen Cut gesetzt haben. Und zwar bei unserem Charakter. Und besser gesagt, was haben wir denn hier? Achso, ja, bei seinen Werten. Nee. Bei unserem Charakter, und zwar habe ich mir das Ganze jetzt mal angeguckt. Und im Prinzip sind das ja sozusagen die Werte, die wir ganz am Anfang festgelegt hatten, wo wir diese Punkte verteilen sollten. Ich werde das mal so machen, dass ich jetzt einen Punkt auf Konstitution gehe. Dadurch erhalten wir ein paar zusätzliche Gesundheitspunkte, Ausdauerpunkte, also alles da, was rechts steht. So, jetzt haben wir da einen verteilt. Wir gehen einen Punkt auf Reflexe. Dadurch erhalten wir passives Ausweichen, kritische Trefferchance und Schaden mit den Mantis-Klingen, die wir nicht haben, aber das Ausweichen und die kritische Trefferchance klingen schon mal ganz gut. Dann technische Fähigkeiten. Eine technische Fähigkeit bestimmt ein technisches Können. Sie erlaubt es, ihr Türen aufzuschließen und Tech-Waffen einzusetzen. Jedes Level erhöht deine Panzerung um 5 Prozentpunkte. Ja, das heißt, hier würde ich erstmal jetzt 2 Punkte investieren. Intelligenz. Cyberdeck-Speicherkapazität wird um 4% erhöht, Schaden von Quickhacks um 0,5 und die Dauer wird um 1% erhöht. Da gehe ich auch mal einen mit drauf. Und bei Coolness haben wir halt den kritischen Schaden, Resistenzen, Schaden im Stealth-Modus, Gegner entdecken mich langsamer und Monodrähte. Also der Schaden mit Monodrähten wird um 3 erhöht. Das mit den Monodrähten habe ich jetzt noch nicht so ganz raus, aber im Prinzip gehen wir hier auch mal 2 Punkte rauf. So, damit haben wir jetzt erstmal unsere Attributspunkte verteilt und jetzt kommen die Vorteilspunkte und da würde ich mal Folgendes vorgehen. Als allererstes in Konstitution würde ich auf jeden Fall hier reingehen und sagen, deine Gesundheit regeneriert sich langsam im Kampf. Da geben wir einen Punkt für aus. Das kann nicht schaden, würde ich meinen. Und die Tragekapazität von uns erhöht sich um 60 Punkte. Das heißt, statt 200 können wir 260 tragen und das würde ich sagen ist... Unabhängig davon, ob wir jetzt noch weiter in Athletik investieren oder nicht, finde ich, sind es 2 Punkte, die definitiv wert sind, es sie zu haben. Ja, erhöht maximale Gesundheit um 10%, das können wir uns nachher noch angucken. Und die maximale Ausdauer um 10 kann man sich alles noch entsprechend später dann holen. Brauchen wir jetzt erstmal nicht, würde ich meinen. Dann als nächstes gehen wir hier rein und besorgen uns jetzt erstmal Folgendes, und zwar mein Schaden wird durch Waffen mit Schalldämpfern um 25% während des Schleichens erhöht. Das nehmen wir schon mal. Dann nehmen wir, dass wir unser Bewegungstempo während des Schleichens um 20% erhöhen. Das denke ich ist ganz okay. Nicht tödliche Takedowns aus der Luft heraus, wenn wir halt nicht bemerkt sind. Das weiß ich nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber auf jeden Fall, das mit den Messern klingt interessant. Erhöht kritische Trefferchance um 15%, während du schleichst. Finde ich ganz gut. Nach einem erfolgreichen Takedown erhöht sich das Bewegungstempo 10 Sekunden lang um 30%. Ja, verursache 15% mehr Schaden gegen menschliche Gegner. Das nehmen wir auch mal. Haben wir hier ein paar Punkte ausgegeben. Was haben wir jetzt hier bei Breach-Protokoll? Erhöht die Breach-Dauer des Breach-Protokolls um 20%. Verbessert den Demon Data Mining, sodass an Zugangspunkten 50% mehr Euro-Dollar erhältst. Das heißt, wenn ich 2 Punkte investieren würde, wäre ich dann bei doppelt so viel Geld. Was haben wir hier? Möglich das Herstellen von seltenen Items. Erhalte beim Zerlegen von Items mehr Komponenten. Junk-Items werden automatisch zerlegt. Ist das jetzt gut oder schlecht, dass Junk-Items zerlegt werden? Aber ermöglicht das Herstellen von seltenen Items, klingt auf jeden Fall schon mal gut. Dass wir mehr Komponenten erhalten eigentlich auch. Ja, Junk Items werden automatisch zerlegt. Was haben wir bei Reflexe?
Gewehre erhöht Schaden mit Gewehren und Maschinenpistolen um 3, kritische Trefferchance mit Gewehren und Maschinenpistolen. Was haben wir hier bei Quick Hacks drüben? Quick Hacks verursachen 10% mehr Schaden, ermöglicht die Regeneration von Speicherkapazität im Kampf. Das Neutralisieren eines Heals wird einem sofort einen Speicherpunkt wieder her. Zeigt gegnerische Netrunner an, wenn sie versuchen, dich zu hacken. I Spy. Okay. So, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Kampfmaschine. Was war bei Kampfmaschine? Erhöht Resistenzen. Verringert den Waffenrückstoß pro Stack Kampfmaschine. Erhöht die Dauer von Kampfmaschine um 5%. Verringert die Abklingzeit von Quick Hacks um 3%. Nee. Das wollen wir jetzt erstmal nicht. Aber Tomahawk wollte ich ja eigentlich nehmen mit den Messern, dass wir Messer werfen können und nicht tödliche Takedowns aus der Luft. Wobei, ich lasse mal die 2 Punkte, das sollte ja eigentlich reichen. Also wir haben uns jetzt erstmal ein bisschen aufgelevelt. Den Rest können wir dann ja wieder entsprechend ausgeben, wenn wir weitere Level erreicht haben, aber das sollte jetzt erstmal so passen, würde ich sagen. Und als nächstes gehen wir mal ins Journal und gucken mal. Die abgeschlossenen wollen wir nicht. Aufträge, Bedrohungen, Mittel und ansonsten haben wir hier noch Nebenmissionen. Was haben wir denn jetzt hier Schönes? Heroes, happy together. Sieht aus, als hätte das NCPD ein besonderes Interesse an deinem Nachbarn. Hört sich so an, als ob sie ihn sogar schon kennen. Machst du einen auf neugierigen Nachbarn, fragst nach, was los ist. Immerhin könnte es gefährlich für dich sein, wenn dein Nachbar ein potenzieller Psycho ist, oder? Sprich mit Barry. Machen wir jetzt erstmal die Happy Together Mission. Mal gucken, ob wir die machen können. Vielleicht geht es auch gar nicht, weil die Polizei ja da war. Mal gucken. Oh, ist das schön, wieder rennen zu können. Das war ja echt irgendwie. Das war ja zum Kotzen, wo wir nicht rennen konnten, muss ich sagen. So, mal gucken, was Barry zu uns sagt. Hey Barry, alles okay bei dir? Das nehme ich mal als ein Ja. Ich komme später nochmal. Versuche in ein paar Stunden mit Barry zu sprechen. Okay, das war wohl ein Reinfall gerade mit dem Barry. Habe ich mir auch fast schon gedacht. Okay, gut. Dann gucken wir uns mal an, was das Journal sonst für uns bereithält. Gut, wir könnten jetzt natürlich jetzt hier auch noch warten. Gucken wir mal, ob das was bringt, wenn wir jetzt hier sagen, wir warten jetzt mal, keine Ahnung, 7 Stunden. Ja. So, jetzt ist es ja hier. Barry? So heißt du doch, oder? Wer ist da? Wie? Ich wohne über dir. Erinnerst du dich? Haben über Autos geredet. Hast vom Misotani Shion geschwärmt. Und ich meinte, der wäre was für schwanzlose Angeber. So einen Unsinn vergisst man nicht. Dein Blick damals. Wäre am liebsten ab durch die Mitte in die Badlands. So angepisst warst du. Ich erinnere mich. Was willst du? So, was wollen wir denn von ihm? Leute wie wir müssen uns an Verluste gewöhnen. Wollte nur sehen, was du so machst. Deine Freunde meinten, du hast die Einheit verlassen. Ich glaube, ich weiß warum. Diesen Blick kenne ich. Der ist bei Leuten wie uns gang und gäbe. Uns? Du siehst nicht wie ein Cop aus. Nicht nur Cops verlieren Leute. In meinem Job ist man täglich mit dem Tod konfrontiert. Man gewöhnt sich dran, klar. Bis es jemanden trifft, der einem wichtig ist. Du also auch. Komm rein. Oh, ich dachte, er weist mich jetzt ab, aber wir dürfen rein. Geil. Ich habe auch jemanden verloren. War ein verdammt guter Freund. Was meinst du mit auch? Geht's hier um Andrew? Sie haben's dir erzählt.
Der beste Freund, den ich je hatte. Kannten uns mein Leben lang. Der Einzige, dem ich alles sagen konnte. Ich schätze mal, im NCPD hat sich gar nichts verbessert, oder? Einmal hat ein Maelstromer einen Jungen getötet. Direkt vor meinen Augen. Nur so zum Spaß. Ich konnte nichts tun. Der Hurensohn stand unter Konzernschutz. Ach, typisch. Unser Chief sackt eine anonyme Spende ein. Und was passiert? Offiziell hat der Junge sich selbst das Hirn rausgeblasen. Direkt vor deinen Augen. Irgendwas in mir ist da gestorben. Ich konnte das einfach nicht mehr. Kurz darauf starb Andrew. Das gab mir den Rest. Konntest du mit niemandem auf der Arbeit reden? Was ist mit Petrova und Mendes? Petrova ist nicht verkehrt. Aber sie kommt mit sowas nicht klar. Mendes rafft es einfach nicht. Der denkt, wir müssen hart sein. Wenn du nicht verkraftest, wenn ein Kind umgebracht wird, bist du für ihn mit Weichei-Genen geboren. Aber du hast ihm von Andrew erzählt. Ganz ehrlich, hab darüber nachgedacht, aber sie wissen nicht alles. Ist besser so. Kannst du mir sagen, wie Andrew starb? Ist doch egal. Normal. Altersschwäche. Wenig überraschend. Schließlich war er nur ein paar Jahre jünger als meine Oma. Altersschwäche? In Night City? Dafür müsste man ihm eine Statue errichten, die alle bestaunen können. Eine Nische für die Urne muss reichen. Also war Andrew eher wie ein Opa für dich als ein Freund? So würde ich das nicht sagen. Er war wie... ich weiß nicht. Wie ein Fenster zur Vergangenheit oder so. Er hat mich an meine Oma erinnert. An unsere schönen Gespräche. An eine Zeit, als alles noch besser war. Er war wie eine Art Zeitzeuge. Mendes weiß einen Scheiß vom Leben. Jeder hat seine Grenzen, sogar er. Er hat sie nur noch nicht erreicht. Anders als du. Und wenn er recht hat, vielleicht habe ich feige Gene. Nur die Stärksten überleben, oder? Wenn du nichts fühlen würdest, dann hätte der Tod keinerlei Bedeutung. Hast recht. Danke fürs Reden, Vi. Ich brauche etwas Zeit, um das sacken zu lassen. Keine Ursache. Bleib stark. So, jetzt steht da, finde Andrews Nische, bevor du mit den Polizisten sprichst. Optional und sprich mit den Polizisten. Gucken wir mal, ob wir diese sogenannte Nische mal finden. Wieso kann ich jetzt nicht rennen? Doch, jetzt kann ich wieder rennen. Interessieren würde, Karte. Was ist das denn jetzt hier? Nebenmission. Boah, scheiße, Alter. So viele Nebenmissionen? Abgefahren. Wer weiß, was hier auf dich wartet. Gefahr Mittel. Wow. Ist ja doch einiges an Nebenmissionen. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass es doch so viele gibt. Also ich hab schon darüber gehört, dass es halt sehr viele Nebenmissionen gibt. Und dass die Nebenmissionen so der Star des Spiels sind. Aber dass es so viele sind, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Vermutlich werden es ja noch mehr, kann ich mir vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt alle Nebenmissionen sind. Wo sind wir jetzt eigentlich? Wir sind hier. Oh, es gibt so viele Sachen hier, unglaublich. Überfall im Gange, neutralisiere die Täter und sichere Beweismaterial. Übergabeort. Finde den Verkauf und die Abgabe von Gegenständen. Verdacht auf organisiertes Verbrechen. Sichere die Gegend. Einsatz von Gewalt erlaubt.
So, wie auch immer. Gucken wir mal, ob wir diese Nische finden. Bürgermeister Lucius Ryan ist verstorben. Ryans Familie hat sich über seinen Tod informiert. Er starb friedlich, während er schlief. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Man geht allerdings vom Versagen seines Herzimplantats aus. Ryans verbleibende Amtszeit wird von seinem Stellvertreter und engstem Vertrauten übernommen, Weldon Holt. Holt hat offenbar vor, bei der anstehenden Bürgermeisterwahl zu kandidieren. Heute betrauert er den plötzlichen Verlust und... Hey, Süße. Oder, nee, das ist ein Süßer, oder? Okay, nee, wir gehen mal lieber. Ah, was ist? Wurdest du überfallen, oder was? Ja, ich glaube, das waren die... Nee, das waren nicht die Polizisten, weil hier haben wir auch einen Polizisten, mit dem wir nicht reden können. Okay. Ich habe genug von Problemfällen wie dir. Verschwinde! Ja, ja. Warum kann ich mein Auto nicht rufen? Warum geht das nicht? Dann versuchen wir mal... Boah! Der hat uns umgefahren. Fahrzeuge entführen. Du kannst bestimmte Fahrzeuge entführen, sofern deine Konstitution die Attributeanforderungen erfüllt. Ja. Dann rennen wir mal dahin. Wir haben ja eine lange Ausdauer. Vielleicht erhöht sich ja unsere Ausdauer, wenn wir da hinrennen. Ähnlich wie in Red Dead Redemption oder so. Fahrzeuge kaufen. Ein Fixer hat dir gerade ein Fahrzeug zum Kauf angeboten. Jedes Mal, wenn ein Fixer dir ein Angebot schickt, erscheint eine neue Markierung auf deiner Minimap. Wenn du das Fahrzeug kaufen möchtest, begib dich zum angegebenen Ort und bestätige den Kauf. Okay. Ja, wir gucken mal. Ich bin jetzt erstmal gerade nicht so scharf drauf, Geld auszugeben, da ich nicht weiß, was ich brauche und was ich nicht brauche. Deswegen lassen wir das Ganze mal eben. Verdammt, ich soll hier... Warum kann ich mein Auto nicht rufen? Was soll denn der Käse? Was stand denn da bezüglich Nachrichten? Irgendwas kam doch... Da steht, die Verwaltung des Megagebäudes hat sie, möchte sie darüber informieren, dass ihr Fahrzeug in der Garage in der Nähe abgeholt werden kann. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Wird mir das hier irgendwo angezeigt? Wies Fahrzeug. Bin ich denn gerade? Ich bin da unten. Okay, und wo ist jetzt mein Fahrzeug? Weil ich sehe jetzt hier nirgendwo mein Fahrzeugsymbol. Also kann es ja nicht hier irgendwie in der Nähe sein. Die Sache ist, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade zurückfinde zu diesem Gebäudekomplex. Aber andererseits, es müsste ja eigentlich eine Schnellreise dorthin geben, oder? Y ist auf V zentrieren. Ja. Playing for time. Apartment, dein Zuhause in Night City. Kann ich hier eine Schnellreise hinmachen?